Sylph-Zellen, die brauche ich nicht, aber Verjüngungskuren, das war in diesen Labors. Ah, wo sind die? Auch das brauche ich noch eine. Ich brauche mehr Flachs. Nein, Flachs passt jetzt plötzlich. Okay. Verjüngungskuren. Wo waren die? Hier. Nein. Hier. Ja. Die zwei und dann so habe ich noch irgendwo eins gebaut, oder? Jetzt. Nein, das ist alles. Mehr gibt es nicht. Okay. Kann ich wieder ein neues Labor bauen irgendwo. So riesig. Das hier braucht alles Platz. Ich baue es da oben hin. So, plus 10. Alles gut. So, wie schauen wir jetzt aus? Verjüngungskuren genug, 5 Zellen zu wenig. Bringt es wenigstens was? An der Investorenanzahl noch nicht viel. Da habe ich noch zum Schrauben. Die brauchen hier alle noch ein bisschen mehr Unterhaltung. Bitte sehr, Unterhaltung für alle. So, was haben wir gesagt? Verjüngungskuren. Sylph-Zellen. Das Labor für Sylph-Zellen ist wie? Ist das da? Aber das ist schon voll gebaut da. Noch eins hat keinen Platz. Da ist auch kein Platz. Ah, da haben wir schon eins gebaut, ja genau. Auch da ist jetzt irgendwie seltsam vom Platz her, aber wir stellen es so hin. Okay, wir brauchen gleich noch mehr Module, weil. Und mit Akkumulatoren dazu. So. Jetzt haben wir natürlich einen irrsinnigen Verbrauch an. An Algen. Schauen wir mal, wo wir die Algenfarmen überall hingebaut haben. Hier nicht. Hier auch nicht. Das sind die da. Da sind schon alle Module dran. Hier auch schon. Ich habe nur zwei Algenfarmen. Offensichtlich. Und auch keinen Platz mehr für eine dritte. Oder habe ich da unten eine gebaut? Nein, nur Wasser. Na gut, dann machen wir oben noch eine Algenfarm. Wow, immer noch minus 18. Das hat mit der Logistik zu tun. Ich will mal was testen jetzt hier. Ich baue jetzt hier ein Logistikzentrum dran. Nee, ändert gar nichts. Brauche ich gar nicht bauen. Okay. Okay, so Algen haben wir jetzt mehr als genug. Ich sollte gleich so in Überfluss bauen, weil kaum gebe ich den Leuten, was sie haben wollen, sind sie schon wieder unzufrieden. Wasser zum Beispiel und Reis. Reis und Wasser brauchen die noch extrem viel mehr. Ja, du störst hier. Ich lasse hier. Nein, ich lasse keinen Platz mehr frei für die Akkumulatoren. So, plus 12 beim Reis und Wasser wieder. Wo habe ich Wasser gemacht? Da oben, oder? Oh, warte mal. Ah, da oben. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Und immer noch zu wenig Wasser. So, das mit dem Wasser ist schon ein Problem. Die brauchen so viel Wasser. So, plus 13. Aber keine Energie mehr. Keinen Saft. So, Akkumulatoren dazu. Ah, jetzt habe ich keine Biopolymere mehr. Ich habe zu viel gebaut. Kann man da unten noch eine Einheit dazu bauen? Mit Wasserkraft. Okay, alles wieder cool. Energie wieder da. So, wie schauen wir denn jetzt aus bei den Bedürfnissen? Reis immer noch viel zu wenig. Ich brauche eine zweite Reisfarm.
Wahnsinn, was die alles brauchen. Ich komme schon wieder in ein Platzproblem, habe ich das Gefühl. Ah, das ist ein Bergbaugebiet, das sollte ich gar nicht herstellen. Lass mal den Platz frei. So. Da darf ich nicht. Will ich auch gar nicht. Machen wir einen so. So, jetzt habe ich viel, viel mehr Reis, als ich brauche. Ende. Hoffentlich mal für die nächste Zeit. Schaut gut aus? Ja, ich glaube, schaut gut aus. Das passt schon. Ich könnte das noch. Wenn ich da nach unten hin eh nichts mehr mache, kann ich das so machen. Am besten noch eine Straße. So. So, ich glaube, das ist am effizientesten gebaut. So, das passt jetzt. Und jetzt sind die eigentlich alle relativ happy. Ich bräuchte aber viel mehr Neuroimplantate und Quantencomputer und bionische Erweiterungen. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf den Mond und stelle mal etwas mehr bionische Erweiterungen her. Damit ich genug habe, dass ich den Leuten das schicke. Jetzt brauche ich schon 40 Minuten lang, habe ich jetzt hier quasi hochgebaut und bin immer noch, was denn bei den Investoren haben wir lag, 79.000, weil ich die Bedürfnisse erfüllen muss. So, jetzt schauen wir mal wegen den bionischen Erweiterungen nach. Wo sie werden die hergestellt? Kybernetik-Herstellung. Machen wir jetzt noch ein zweites Modul dran. So. Limit erreicht. Na toll. Okay. Aber das wird nicht reichen. Ich brauche noch eine zweite Kybernetik, eine dritte Kybernetik-Fabrik schon. Kundenanalysen zeigen. So, wir bauen noch ein Kraftwerk. Was mich schützen soll. Sobald man das baut, kann man viel breiter bauen dann. So. Brauche ich den kleinen da überhaupt noch? Oder könnte ich den entfernen? Was passiert, wenn ich den entferne? Okay, lassen wir ihn da. Von mir aus lassen wir ihn da. Okay, so, jetzt brauche ich noch ein zweites Labor. Für diese Ersatzteile, oder ich weiß nicht, was die damit machen. Was machen die mit diesen ganzen Ersatzteilen hier? So, plus zwei. Machen wir ein Modul noch dran. Und die brauchen was? Seltene Erden. Ich wette mal, jetzt habe ich zu wenig von denen. Minus vier. Nicht Kerneis, wo ist seltene Erde? Die wird hier nämlich einfach abgebaut auf dem Mond. Titanmine. Die wird doch hier produziert, oder nicht? Hier. Tada, plötzlich habe ich genug seltene Erden. Regolith-Sammler. Brauche ich Regolith? Brauche ich nicht. Hab genug, okay. Und jetzt will ich noch herstellen Fusionsenergiezellen. Da habe ich auch zu wenig. Ionenschweißer. Verarbeitungskomplex. Ich glaube, das ist das hier. Ja. So, jetzt habe ich plus 4. Alles cool wieder. Fusionsenergieertrag ist jetzt genug. Und jetzt habe ich natürlich zu wenig Helium. Haben wir noch ein Modul dran. Jetzt haben wir genug Helium. Okay. Läuft hier auf dem Mond. Alles wieder in Ordnung gebracht. Was ist das hier? Schwerkraftkompensatoren. Da habe ich 1. Machen wir noch eins. Die werden noch hier hergestellt, oder? Ja. Dass kein Platz ist für ein zweites irgendwie. Die sind ganz schön teuer, diese Dinger hier. 40.000 einer. Ein Modul. Gut. Sind wir denn zufrieden mit den bionischen Erweiterungen? Oder machen wir noch eins? Machen wir noch eins. Ich weiß nicht genau, wie viel die verlangt haben auf der Erde.
Ich gehe jetzt mal nachschauen. Das heißt plus 4. Mal sehen, ob das genug ist. Minus 5. Okay, das heißt, ich brauche noch ein bisschen mehr. So, plus 6. Ist das genug? Ich glaube schon. So, jetzt transferieren wir das auf die Erde. Routenübersicht. Hier, wie viel transferieren wir rüber? 12, das ist zu wenig. Wir müssen hier... Hoppla. Wir transferieren mal 19. Wir transferieren 18. Wir transferieren 17. Okay. Bestätigen. Transferroute wird überarbeitet. Gut, Androidenmangel. Die haben zu wenig Androiden. Ja, wir stellen auch ganz wenig Androiden her, ne? Ich könnte Androiden zum Mond schicken. Dann wären die zufrieden. Okay, machen wir. Von da daher. Oh, nur ein. Also geben wir ihn ein. Transferroute nimmt Betrieb auf. Bitte sehr. Sind ja auch happy auf dem Mond. Ist auch gut. Wie schauen wir denn bei den Replikatoren aus? Plus 1, minus 3. Minus 3 haben wir hier. Okay, nicht gut. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob jetzt mehr Investoren kommen. Ja. Die Investorenanzahl steigt, weil sie jetzt ihre Bedürfnisse erfüllt sehen. Ich will jetzt nur sehen, ob ich jetzt mehr Investoren upgraden kann. Ja, kann ich. Jetzt kann ich die Manager nämlich, die jetzt ich weiß nicht, wie sie das vollkommen machen. Zufrieden sind, kann ich jetzt upgraden. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Boah, jetzt ist das ziemlich in die Höhe schnell. Vorsprung ausgebaut. Okay. Zeige natürlich wieder hier Bedürfnisse, aber ich bin schwer zu Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Aber ich habe jetzt plötzlich immens viel mehr. Gleich habe ich die 100.000 Investoren, dann kann ich zu Stadion bauen. Unternehmenslabel angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Ich brauche mehr, ein bisschen mehr Saftpressen hier. Sind schon wieder alle voll. Okay, ich brauche noch ein paar. Während das die Investoren jetzt alle zuziehen. Okay, jetzt habe ich wieder genug Saft, aber zu wenig Plantagen. Alles cool, intelligente Waren brauche ich noch und viel, viel mehr Androiden jetzt, damit die alle zufrieden sind. Hier kann man auf jeden Fall ein gutes Leben. Das finde ich schön, dass du das so siehst. Jetzt habe ich gleich mal viel mehr Investoren hier. Neue Gebäude verfügbar, endlich. Jetzt habe ich die 100.000 Investoren erreicht. Die 200.000, aber 100.000. So. Was tun wir? Wir schauen uns das mal an mit... Wow. Was habe ich denn die für coole Ornamente? Ich denke mal, einen Platz, so ein Ornament hinzustellen. Einfach in die Stadt rein. Was ist das denn? Achso, das habe ich eh schon gebaut. So ein riesiges Ding-Center ist das. Ah, eine Station. Ist das eine U-Bahn-Station? Bushaltestelle. Lift. So, darum kümmern wir uns später. Was wollen die denn noch alle? Mobilität. Nein. Keine Zeit mit dir zu reden jetzt. Wir wollen was bauen. So, Investoren, wo sind wir? Wo ist euer Stadion? 500 Strom braucht das, wurscht. Ist mir egal. Boah, ist das riesig. Das ist ja nicht mal einfach irgendwo so hingestellt, das Ding. Das ist ja... Da kann ich diese ganze Produktionsstätte hier verschieben. Okay, wir verschieben das und machen hier Platz für das Stadion. Space Shuttle dockt an. Das ist die, übrigens die IntelliVir-Abteilung. Okay, dann können wir die mal gleich mal upgraden.
Ich will jetzt nämlich das Stadion bauen. So, mal sehen, ob ich das jetzt irgendwo hinbekomme. Die andere Abteilung hier. Die da. Die ganze Fabrik irgendwo umzusiedeln ist jetzt gar nicht mal so leicht. Ich habe fast keinen Platz mehr. Da hinten irgendwo. Ja, ja, gleich. Ich weiß, Module fehlen und so weiter. Das ist noch immer Platz. Wah! Ich krieg das nicht unter. So, nochmal. Jetzt sieht das irgendwie aus. Für noch ein Modul, ich brauche noch ein Modul. Weil hier noch Platz wäre für ein Modul. Ne, irgendwie nicht. Ich hätte Platz für ein Modul, aber habe keinen Platz, es zu bauen. So. Hier kriegst du ein zweites Modul hier auf die Seite rein. Okay, jetzt haben wir zumindest genug intelligente Waren. So, jetzt haben wir Platz geschaffen. Jetzt können wir nicht das Stadion bauen. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann das Stadion fast bauen. So, jetzt aber. Ich dachte mir schon, dass es riesig wird. Ja. Aha, die Super Bowl oder was? Cool. Fußball. Wow, was für ein cooles Stadion. Okay, cool. Sind die zufrieden jetzt? Also sollten sie stolz auf sich sein. Ja, ja. Total stolz sind wir. Jetzt wollen natürlich nicht nur die einen Computer, also ein Stadion, sondern es wollen auch die auf der anderen Seite ein Stadion. Die braucht jeder sein eigenes Stadion ein bisschen. Sein eigenes Stadion, so. Aber hier kriege ich doch nie und niemals ein Stadion rein, oder? Wie groß ist ein Stadion hier? Muss ich so viel entfernen? Will ich das denn tun? Warten Sie nur. In ein paar Jahren könnte dieser Ort wunderschön sein, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was diese Versorgungsflüge immer sind. Was soll ich denn tun? Soll ich denn hier was abreißen, um ein Stadion hinpflanzen zu können? Nochmal, wie groß ist das Stadion? Hier hätte ich Platz für eins. Zwischen diesen ganzen Straßen geht sich eins aus. Ich mache noch ein bisschen mehr Module hier hin. So. Probiere ich mal die Leute umzusiedeln von da. Puh, das ist voll. Hier habe ich noch ein bisschen Platz. Ich siedle jetzt die Gebäude von da um, um hier ein Stadion hinzubauen. So, was haben wir noch? Noch einer da. Das ist ja das Leben an der Fabrik. Ja, ich lächle weiß. Ich, aber natürlich. Ich tausche die mal gegeneinander aus.
Ich einfach zufrieden in der Nähe an der U-Bahn-Station. Weil wenn die zu weit weg sind von dem, was die gern hätten, dann sind die auch nicht zufrieden. Möchten Sie hereinkommen? Nein. Das heißt, ich siedle einfach mal Bürger darunter und Manager in der Nähe von den Gebäuden, die sie gern hätten. Okay, was haben wir noch? Die einfachen Leute siedeln wir mal darunter. So, genau, die anderen siedeln wir da oben hin. Da ist noch ein Stückchen Land. Wobei ich halt hier schon noch die Module von dem Ding hinbauen möchte. Da. Da hinten ist noch Platz gewesen. Okay, was haben wir noch? Ich sollte also schauen, dass wenn ich Leute upgrade, sie dort upgrade, wo es dann auch Platz gibt für ihre Gebäude. Flotte gerufen. Ah. Sehr gut. Was haben wir noch? Jetzt kann ich das da abreißen hier. So, und jetzt kann ich hier noch ein zweites Stadion bauen. Na bitte. Jetzt sind die auch alle happy, oder nicht? Bitte, seien Sie. Und es steigt weiterhin. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. 106.000 habe ich schon. Brauche nicht mehr viel, habe ich das geschafft. Ich glaube, ich sollte versuchen, noch Quantencomputer zu machen, weil alles andere ist eigentlich eh da. Bitte, erreicht Position. Das ist ja ein bekanntes Gesicht. Etwas mehr Quantencomputer, das wäre cool, glaube ich. Und ausreichend dann. Steigt das die ganze Zeit? Ja. Investoren steigen immer. Ich gehe mal jetzt rüber und probiere noch mehr Quantencomputer zu machen. Die macht man nämlich hier in Kingate Protektorat. Grundsätzlich bin ich dann schon quasi fast fertig. Welche Stufe habe ich schon? 41. Wahnsinn. Und ich bin immer noch eigentlich im ersten Drittel von dem, was man machen kann. Also so viele Leute könnte man haben hier. So viele Angestellte, das ist immens viel. Irgendwie finde ich jedes einzelne Gebiet schön gemacht hier. Rein, wenn man sich das so anschaut, mit diesen riesen Gaskuppeln hier, vom Gaskraftwerk und so. So, was haben wir gesagt, brauchen wir? Aus dem gemäßigten Bereich wollten wir was haben? Aus der Arktis? Ja, die Quantencomputer. So, wo werden die hergestellt? Kompressoreinheit? Nein. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Neuroimplantate. Quantencomputer, oder? Nein. Hier. Hier. Was brauchen wir? Wareneingang zu niedrig. Wir brauchen mehr Qubit-Prozessoren. Und die stellen wir in der Fabrik für Qubit-Prozessoren her. Die ist wo? Nein. 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 Okay. Am leichtesten findet man es so raus, indem man so drauf drückt und dann schaut mal, wo es leuchtet. Hier. Okay. Diese Fabrik hier macht das. Gut. Machen wir noch eine zweite. Am besten irgendwo, wo es noch nicht viel gibt. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Neuroimplantate von Kingate Protektorat nach Walbrook Becken. Ist zu wenig. Okay, ja, aber das werden wir uns drum kümmern. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Gut, jetzt haben wir die. Haben wir das wesentlich erhöht. Vermutlich aber immer noch zu wenig. Jetzt schauen wir mal kurz, was denn hier gehandelt wird. So, was haben wir für. Null und minus 10. Also ich muss viel mehr produzieren von denen hier. Und von diesen Augen
ich sage mal außen, Neuroimplantate minus 14. Okay, gut. Ich brauche noch ein bisschen mehr Neuroimplantate. Und das heißt, ich produziere noch ein paar mehr. Wo sind denn die Fabriken dafür? Hier sind welche, der ist schon fertig und ausgelastet. Und da hinten und da. Okay, da könnten wir noch welche bauen. Minus 2, warum minus 2? Minus 1. Ja, da brauchen wir wesentlich mehr Schaum, aber das werden wir schon noch machen. Okay, machen 9 dran. Immer noch minus 1. Okay, jetzt brauchen wir noch viel, viel mehr Molybden und Strom. Strom brauchen wir viel mehr. Okay. Gut. Molybden produzieren wir in den Bergen. Es wird abgebaut. Aluminium? Nein. Wo ist Molybden? Geothermale Turbinen? Das ist Molybden. Ja. Das sind mit diesen Riesenbohrern. Schon so cool aus. Das ist cool, oder? Da wird das abgebaut. So, wir brauchen noch eine neue Mine. Ich glaube, wir haben eine da hinten. Wir haben noch zwei solche Minen sogar. Und das ist auch noch zu wenig. Das heißt, ich baue eine neue Mine hin. Wie viel ist es denn zu wenig, ist die Frage. 31. Wow. Schauen wir denn aus mit... Ja, Transportzentren. Das habe ich mir schon fast gedacht hier. So, bitte sehr. Hat aber immer noch minus 20 Molybden. Okay, Molybden ist jetzt genug da. Und zwar aber ganz genau. Jetzt habe ich einen Überschuss von 22 Neuroimplantaten. Jetzt schauen wir mal, wie viel wird gehandelt. Ich glaube 18. Minus 14. Aber dann stimmt ja die. Okay, dann stimmt die Route nicht. Wohin? Nach Walbrook Becken, ja. 62. Dann schickt mal rüber 76. Transferoptionen werden aktualisiert. Gut. So, wie schauen wir aus mit den Quantencomputern? Was haben wir da für einen Überschuss? Gar keinen, okay. Brauchen wir noch ein paar mehr Quantencomputer? Waren einfach zu wenig. Ja, weil ich zu wenig Metalle habe. Das ist doch hier, oder? Nein, wo sind Aluminium hier? Bitte sehr. Immer noch zu wenig. Ja, aber Aluminium brauche ich nicht so viel. Das ist nur, damit ich hier das Metallschrauben baue. Brauchen wir nicht so viel. Passt schon. Das ist, damit ich mehr Baustoffe habe. Aber ich habe so viel Baustoffe, dass ich nicht noch mehr brauche. Okay, jetzt kümmern wir uns um noch die Quantencomputer. Quantencomputer werden wo gemacht? Haben wir gesagt, wo sind die Fabriken? Da oben eine. Ich glaube, ich habe nur eine. Ja, ich habe nur eine. Machen wir noch. Lassen wir ein wenig Platz. Genau so. Und da bauen wir ein Modul noch dran. So, plus 6. Wie schauen wir jetzt aus? 6 mehr Quantencomputer. Bräuchten aber auch wieder noch mehr Superkühler. Superkühler kommen von wo? Wo sind denn die? Da unten. Kryogenlabor. Okay, das ist das da. Das ist mein Job, die Idee. Ja. So, stellen wir das mal so um. Ich möchte, dass das
so gebaut ist, dass man das auch nutzen kann. Ach. Also das mit dem Verschieben von Modulen haben sie echt irgendwie seltsam gemacht. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Ja, jetzt haben wir ein Energieproblem. So, was ist das hier rum? Produzieren die nicht mehr Gas? Mehr Strom? Die Gaskraftwerke? Tada! Problem gelöst. So. Jetzt haben wir genug Quantencomputer. Haben aber immer noch Molybdenprobleme. Deuterium, das wird, glaube ich, da abgebaut, oder? Oder hier, ja, genau. Das wird nämlich hier aus der Erde gewonnen. Oder aus dem Wasser? Aus dem Wasser? Witzig, okay. Gut. Ich glaube, jetzt habe ich genug. Kann das sein? Ja, jetzt kann ich die Transferroute anpassen. Qubit-Prozessoren. Ah, nur plus 6. Okay, dann schieben wir mehr rüber. Die Einstellung ist echt so. Bestätigen. Das heißt, ich muss noch 3 zusätzliche machen. Werden erneuert. Noch 3. Die Firmenaktien steigen. So, noch mehr Strom. Wie ihr seht, man ist beschäftigt eigentlich mit dem Hochskalieren hier mit dem Spiel hauptsächlich. So, plus 2. So, wie weit bin ich? Ich glaube, ich bin jetzt sehr gut unterwegs. Alles da, bis auf die Qubit-Prozessoren. Weil, wenn jetzt ein Minus ist, ist es ja gar nicht so schlimm. Aber dann verbraucht man den Bestand. Sehr gut. Jetzt könnte man noch ein paar von diesen Leuten aufbauen. Ich habe schon fast gedacht, dass es genau um 1 zu wenig ist. So, wir geben ein paar Leute noch dazu hier, damit genügend Arbeiter da sind. Weil man braucht auch genügend Arbeitskräfte. Es ist eigentlich von allem relativ okay, was da, bis auf jetzt die Geschichte hier mit den Molybden und Superlegierungen, die brauche ich aber nicht so viele, also ist das okay. Gut, jetzt schauen wir nochmal rüber. Transferroute. Jetzt wird alles erfüllt, was erfüllt werden muss. Jetzt kann ich rüberschauen und schauen mal, ob meine Bevölkerungsanzahl steigt. 176. 1000 habe ich und 119.000 Investoren. Ich brauche noch 30.000. Ich habe jetzt gerade mal, naja, 30.000, 40.000 habe ich jetzt gebaut in dieser einen Stunde. 30.000, 40.000 Investoren, hochskaliert. 2 Stadien gebaut. Ich glaube, ich kann sehr, sehr zufrieden sein. Ich habe es noch nicht ganz geschafft. Das Stadion habe ich jetzt zumindest geschafft.